Frage: Während des Freitagsgebets ist einer der Betenden, der in meiner Nähe stand, ohnmächtig umgefallen. Meine Frage ist: Was sollten wir in diesem Moment tun? Sollten wir die anderen Betenden darauf aufmerksam machen und um Hilfe bitten? Oder sollten wir warten, bis wir das Gebet beendet haben? Inhalt der Antwort: Alles Lob gebührt Allah. Dies kommt darauf an, was dem kranken Betenden fehlt. Wenn er durch euer Warten, bis ihr das Gebet beendet habt, Schaden erleiden würde, so solltet ihr euer Gebet unterbrechen, um ihm erste Hilfe zu leisten. Und wenn er keinen Schaden erleidet, wenn ihr bis zum Ende des Gebets wartet, dann leistet ihm nach dem Gebet erste Hilfe. Wallahu a'lam, und Allah weiß es am besten. Fatawa Sheikh Abdullah al-Hudayan. Und ihr solltet in einem solchen Fall entsprechend dem handeln, was euch am wahrscheinlichsten im Hinblick darauf erscheint, ob der Kranke durch euer Warten bis zum Ende des Gebets Schaden erleidet oder nicht. Und Allah weiß es am besten.